Wie besonders war das für Sie, jetzt die heute gewinnen zu können? Sehr besonders. Ich glaube, der Lehrer hat mir das allerschönste Geburtstagsgeschenk gerade gemacht. Sie ist fantastisch gegangen. Ich habe wirklich den Ritt auch genießen können. Und ich bin so stolz und auch so dankbar, so ein ehrliches und zauberhaftes Pferd zu haben. Wie haben Sie die Stimmung während der Prüfung in der Halle empfunden? Wirklich empfinden kann man während des Ritts nicht viel, außer dass man sich auf sich und das Pferd konzentriert. Aber ich glaube, man hätte eine Stecknadel gehört, wenn die fallen gelassen worden wäre. Und danach ist dieser tosende Applaus und diese krasse Emotion, die dieses Publikum hier auch mitgebracht hat. Und das ist wirklich beflügelnd und reißt einen richtig mit und sehr emotional. So eine Kür wird ja sicherlich anhand der Stärken und Schwächen des Pferdes perfekt zusammengeschnitten. Welche sind denn das welche genau? Schwächen? Ja, oder welche Schwächen, wenn es welche gibt. Welche sind denn besonders die Vorzeigelektionen oder Stärken bei der Lehre? Also sie hat wirklich keine Schwäche, aber absolute Paradedisziplin wird jetzt immer mehr die Piaf Passage Tour. Da kann man, glaube ich, jetzt schon ein Metronom danach stellen. Die ist also ein Gleichmaß, eine Elastizität. Sie hat jetzt die Kraft und sie will sich zeigen und ihr macht es auch unheimlich viel Spaß. Und ich sage immer, das ist wie ihre eigene Gangart. Super, dann vielen Dank und noch weiterhin viel Erfolg.